Platz 1. Zwei Nonnen, Schwester Logica und Schwester Mathematica, befinden sich auf dem Heimweg zu ihrem Kloster. Schwester Mathematica. Hast du bemerkt, dass uns ein Mann seit über 38 Minuten folgt? Ich frage mich, was er wohl will. Schwester Logica, das ist doch logisch, er will uns vergewaltigen. Schwester Mathematica, oje, bei dieser Geschwindigkeit und Entfernung wird er uns in spätestens 15 Minuten eingeholt haben. Was sollen wir tun? Schwester Logica, das einzig Logische, schneller laufen. Schwester Mathematica, es funktioniert nicht. Schwester Logica, natürlich funktioniert es nicht. Der Mann tat ebenfalls das einzig Logische, er läuft auch schneller. Schwester Mathematica, was sollen wir tun? Bei dieser Geschwindigkeit wird er uns in einer Minute einholen. Schwester Logica, das einzig Logische, du gehst diesen Weg und ich jenen. Er kann uns nicht beiden folgen. Der Mann folgte Schwester Logica. Schwester Mathematica erreichte das Kloster und ist beunruhigt wegen Schwester Logica. Endlich! Kurze Zeit später kommt Schwester Logica im Kloster an. Schwester Mathematica, Schwester Logica, Gott sei Dank bist du hier. Sagt mir, was ist geschehen? Schwester Logica, das einzig Logische, der Mann konnte uns nicht beiden folgen, also folgte er mir. Schwester Mathematica, ja, ja, aber was passierte dann? Schwester Logica, das einzig Logische, ich begann so schnell zu laufen, wie ich konnte. Schwester Mathematica, und dann? Schwester Logica, ist doch logisch. Er begann auch so schnell zu laufen, wie er konnte. Schwester Mathematica, ja, und dann? Schwester Logica, es kam, wie es kommen musste, der Mann holte mich ein. Schwester Mathematica, du Arme, was hast du getan? Schwester Logica, das einzig Logische, ich hob meinen Rock hoch. Schwester Mathematica, oh Schwester, was tat der Mann da? Schwester Logica, das einzig Logische, er ließ seine Hose herunter. Schwester Mathematica, oh nein! Und? Was geschah dann? Schwester Logica, ist es nicht logisch, Schwester? Eine Nonne mit geschürztem Rock kann schneller laufen als ein Mann mit heruntergelassener Hose. Platz 2. Auf dem Weg zur Kirche fragt der Lehrer die Kinder der Sonntagsschule, und warum muss es in der Kirche immer still sein? Da antwortete ein schlaues Mädchen und sagt, weil dort immer Leute sind, die schlafen. Platz 3. Pfarrer Bornstedt pflegt seine Predigt vom Manuskript abzulesen, das er eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes auf die Kanzel legt. Eines Sonntags entwendet ein junges freches Gemeindemitglied heimlich die letzte Seite. Was passiert? Gerade liest der Pfarrer vor, und Adam sprach zu Eva. Da blättert er weiter, findet das letzte Blatt nicht, sucht durch das Manuskript und wiederholt, um Zeit zu gewinnen. Und Adam sprach zu Eva. Plötzlich fügt er leise hinzu, aber über die Lautsprecher ist es bis in die letzte Bank deutlich zu vernehmen, da fehlt doch ein Blatt. Platz 4. Eine Frankfurterin kommt nach Köln und sieht bei einer Prozession mit sichtlichem Wohlgefallen den kleinen, weiß gekleideten Mädchen zu. Endlich beugt sie sich zu einem der Mädchen hinab, streicht ihm übers Haar und sagt, bist du aber ein liebes Kind. Ich bin ein Engelchen, du Arschloch. Platz 5. Zwei Nonnen sind auf der Autobahn unterwegs. Plötzlich bleibt das Auto stehen, weil der Tank leer ist. Bis zur nächsten Tankstelle sind es noch 2 Kilometer. Zum Unglück haben die beiden keinen Kanister mit. Kurz entschlossen packt die eine aus ihrem Gepäck den Nachttopf aus und macht sich auf den Weg zur Tankstelle. Als sie mit dem vollen Nachttopf zurück ist und gerade das Benzin in den Tank leeren will, hält ein Auto neben ihrem an. Der Fahrer kurbelt die Fensterscheibe runter und sagt anerkennend, ihr Gottvertrauen, Schwester, möchte ich haben.